die Einkaufszentrum hier. Ich will mal kurz mal gucken, was wir brauchen. Welche TMs wir dort gekauft bekommen. Hier. Okay, wir müssen tatsächlich noch mal hin, weil ich will mir noch die TM Spukball kaufen. Die fehlenden Items, wenn es möglich ist, die fehlenden Items noch holen. So, geheime Techniken, Himmelsritt. Ja, wir haben viel erlebt auf unserem Abenteuer, muss ich sagen. Sehr, sehr viel erlebt. Auch wenn das Let's Play einige Probleme gemacht hat bezüglich der Synchro. Ich weiß, dass es, glaube ich, irgendwie 12 Folgen waren, die es komplett in der Synchro verhauen hat. Wenn die sogar mehr. Warum auch immer. Bei manchen verstehe ich es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weil eigentlich hat sich den Synchro-Punkt immer getroffen. Hat sich da teilweise echt komplett verschoben. Das ärgert mich gerade so ein bisschen, aber es ist leider nicht änderbar. Ich hoffe, ihr konntet das Abenteuer irgendwie trotzdem ein bisschen genießen. Wieder viel haben wir erlebt. Kann ich jetzt bei dir kaufen? Ja. 100.000. Gut, dann hole ich mir den die TM Spukball. Kaskade. Vielleicht. Kehrtwende. Ich nehme sie mal komplett alle mit, also wenn ich ehrlich bin, also soweit es möglich ist. Rotzer. Da hat er anders gehört. Ich habe jetzt empfehlen, dass ich mir natürlich etwas Geld. Aber ich gucke jetzt gerade mal, was ich doch verticken kann hier. Erstmal den ganzen Scheiß hier. Kann ich hier nicht alle irgendwie markieren, dass ich dann sage, komm, ich verkaufe es einfach alle. Brauchst du nämlich nicht. Die setze ich eh nie im Kampf ein. Machen sofort nachher weiter mit der, aber das heißt nicht für euch später. Oh, so, haben wir noch irgendwie was, was wir jetzt Nuggets können wir verkaufen. 25.000 immerhin. Nicht viel Geld, nur 125 nur. Also nichts Tragisches. Gut, okay. Nein, ich will nicht verkaufen, ich will kaufen. Ich will nämlich das letzte Item noch holen. Was mir da fehlt, nämlich die TM für Triplette. Und die 100.000 müssen wir noch zusammenkriegen, dann können wir nicht auch noch Hyperstrahl kaufen. Und dann haben wir hier alle Items. Also schade, dass wir nicht ein paar mehr Attacken bekommen. Ein paar andere Attacken noch bekommen. Aber sei es drum. So. Okay, dann gehen wir jetzt mit Evoli zurück nach Britannia City und dann machen wir heute Feierabend. So, Himmelsritt. So, Britannia City. Ah, Moment, die Team Spukball möchte ich gerne noch einsetzen. Die hätte ich gerne noch. Dann würde ich wahrscheinlich auf Kokowai gehen. Weil ich denke, die können wir gut gebrauchen. Wenn es so wie möglich ist. Ich guck mal gerade, was man noch so Attacken hat. Wer es einsetzen könnte. Ja, Nummer.
2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8 fehlen noch. Es fehlen noch ein paar TMs, ja. Also ich muss mal gucken, ob ich irgendwie noch vielleicht sogar die Möglichkeit habe, alle zu kassieren. Aber ich glaube, ein paar fehlen uns noch. Ich will doch die TM 26, also ich muss mal weiter gucken. So, ich weiß nicht, wie viel es gibt insgesamt. Spukball. Okay, Spukball. Nidoking, Magma. Okay, Kokowai kann es gar nicht lernen. Ich guck mal gerade, was Evoli kann. Noch eine Attacke. Eisenschweif, Lupsauger. Ich nehme Eisenschweif raus, wenn ich ehrlich bin. Ich kann sie immer noch ändern. So, aber Erdbeeren möchte ich gerne noch mitnehmen. Und es kann nur Nidoking. Okay, die Frage ist, welche Attacke stärker ist. Schlagbohreis mit der Stärke 80, Genauigkeit 95. Ja, Erdbeeren ist stärker. So, dann nehmen wir Schlagbohrer raus und nehmen Erdbeben bei. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann machen wir uns auf in Richtung Siegestraße. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, wir sind am Start zurück bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Heute erkunden wir, oder wir wollen es heute auf den Weg machen in Richtung Pokémon Liga. Wir haben tatsächlich unseren letzten Orden ergattert in der letzten Folge. Das Geheimnis gelüftet. Giovanni war der Arenaleiter von Vertania City. Und ja, heute geht's los mit der Weg zur Pokémon Liga. Warte mal, Kev. Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Ich habe mir auch eine Aktion verdient. Dann ist der Weg zur Pokémon Liga frei. Die Top 4 sollen ja unfassbar stark sein, hm? Aber nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie sieht's bei dir aus? Fühlt sich die Herausforderung gewachsen? Zeig mal, was du und deine Pokémon so drauf haben. Ach, hat er tatsächlich jetzt Gabby besiegt? Weil Gabby ist ja jetzt der neue Arena-Leiter in Vertania City. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er den besiegt hat. So, er hat auf jeden Fall 4 neue Pokémon und wir haben uns keinen Fehler erlaubt. Weil, mit dem Zwischenkampf habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber warte mal, wir müssen also Hexe. Das heißt, raus mit dir und wir gehen auf Raichu. So, erstmal das Zauber aus dem Rennen nehmen. Ja, klar. Ich hätte es doch sogar mit Kehrtwende gerechnet. So, okay. Dann gehen wir auf Donnerschlag. Erstmal. Und noch ein Donnerschlag hinterher. Ich hoffe, dass die Attacke jetzt durchkommt. Trotzdem dann. Wirbelt. Okay, jetzt ist ein Top-Trank schon. Und jetzt machst du es bitte noch einmal, damit ich dich dann durch das Taubos aus dem Rennen habe. Ja. Oh, und jetzt muss ich noch einen Vortrag zu Feuer machen können. Giflua. Okay, das ist für Magma. Ja, der wird sich noch 2 Pokémon ins Team holen. So, Feuer! Sturm, mein Freund! Boah, überlebt das die? Das Giflor überlebt den Feuersturm und da auch mit haut jetzt mit dem Links hinterher. Ja, dass ich das trainieren muss. So, Flammenwurf noch hinterher. Das ist ein Pokémon. Wenn das Giflor down ist. So, dann sind wir ein zweites Pokémon auch aus dem Rennen genommen. Dann hast du wahrscheinlich noch Raichu und. Hast du noch ein Wasser-Pokémon? Knogger. Hast du einen Knogger, okay. Bei Kabuto ist das die falsche Wahl, bei Knogger ist ein Boden-Pokémon.
Also ich bin Gesteinstyp, habe ich ein Problem, wenn ich Probleme kriege. Dann hast du eine Reitschule. Okay, dann fehlt ja noch ein Wasser-Pokémon eigentlich. Und ein Feuer-Pokémon, wenn ich es richtig sehe. So, damit haben wir das letzte von dir gleich noch. Und das wird dafür Nidoking der Fall sein. Weil ich denke, dass du das Raichu im Team haben wirst. Was eigentlich unlogisch ist, weil Pikachu sich nicht entwickeln kann hier im Spiel normalerweise. Also ich frage mich, wo er das Pikachu hat, weil dann ist es nicht das Original Pikachu mehr. Ja, da hast du nämlich tatsächlich aus dem Team rausgenommen und hat sich ein anderes Pikachu gefangen aus dem Wald. So habe ich es ja auch gemacht. Ich habe ja auch beide gehabt. Sogar schon fehlen. Ja, er hat ein schlechtes Team gehabt, aber ich denke, es fehlen noch zwei Pokémon. Er will sich mal ein Wasser-Pokémon und ein Feuer-Pokémon angeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was? Ich komme immer noch gegen dich an, obwohl ich mein Team so gut trainiert habe. Ja, und ich war halt stärker. Weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich um dich kümmern muss. Ich wollte dir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Aber in Sachen Pokémon-Trainer bist du mir einfach ständig einen Schritt voraus. Das ist sowieso frustrierend. So kenne ich mich gar nicht. Aber ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich wahrscheinlich lächerlich mache, aber noch gebe ich nicht auf. Dieses eine Mal musst du mir noch den Vortritt lassen. Glaub mal, ich werde dich definitiv noch besiegen. Nochmal besiegen. Die Frage ist, ob wir ihn wiedersehen, ne? Ich vermute, dass wir ihn tatsächlich wiedersehen. Ja, ich vermute, dass wir nochmal wiedersehen, definitiv als Champ. Dass wir dann im Champ-Kampf gegen ihn nochmal antreten müssen. Aber so genau weiß ich es tatsächlich nicht. 1, 3, 4, 6. Dieser kleine Kampf hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gerissen. Eigentlich war eigentlich ein bisschen ausgemacht. Ja gut, wir werden heute wahrscheinlich eh nicht über die Siegestraße machen. Wir werden heute bis zur Tür gehen. Und dann den Break einsetzen, weil dann mache ich die Siegestraße in einer neuen Folge, weil das dauert sonst alles ein bisschen sehr lange. Gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ja, die Siegestraße ist ruhig ein bisschen was länger. Aber ich bin eigentlich so zufrieden mit meinem Team. Muss ich sagen. Ich denke mal, wir haben einen guten Mixer drin. Ich weiß, dass wir sehr anfällige Pokémon, viele Pokémon für Boden-Pokémon haben, ja. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwie so ein bisschen ausgekontert. Das hat er ja in Giovanni gesehen. Ja. Und die Herren haben wir schon. Hier dürfen wir wirklich starke Pokémon-Trainer passen. Oh, was ist denn für die Felsorden bei dir? Okay, los geht's. Eigentlich haben wir die ganzen Typen schon aktiviert, weil wir das Oberei gefangen haben, weil ich Oberei auf Route 23 erst fangen kann. Aber machen es halt nochmal. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Quellorns sind. Oh, das ist der Quellorn. Dankeschön. Weiter geht's. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Donnerhorns sind. Und das ist der Donnerhorn. Damit kannst du weitergehen. Ach so, du hast auch noch Dreckfolge, Jobber. Cool, du hast was gut. Hier dürfen unsere Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Farborn sind. Und das ist der Farborn. Gut, dann lasse ich dich vorbei. Hier dürfen unsere Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Seelenorn sind. Oh, das ist der Seelenorn. Dann in Ordnung, dann lasse ich dich vorbei. Ja, den Seelenorn habe ich gestern gemacht. Also für mich privat immer noch gestern. Wenn ich sage, gestern gemacht. Ich bin wieder aufgenommen. Ich mache immer so 4-5 Folgen am Stück. Hört sich das heute ein bisschen anders an. Hier dürfen nur Trainer passieren, die im Besitz des Sumpfhorns sind. Ach, die Seelenorn war Koga. Sumpfhorn war Sabrina. Ja, okay. Sumpfhorn habe ich gestern gemacht, genau. Ja, ja. Oder unser Nidoqueen? Das habe ich noch gar nicht gehabt. Das werden wir uns fangen. Weil Nidoqueen fehlt mir nämlich noch meiner. Auf meine eigene Liste.
Das hätte mich jetzt schwer gewundert, wenn es mir nichts gewesen wäre, weil Nido Queen ist immer halt weiblich. Genauso wie Nido King männlich ist. So, sagen wir das Pokémon mal. Ich hoffe nicht, dass es zum Land 1. Direkt vom ersten Ball sogar. Nido Queen wurde gefangen. Kann ich mit meinem Team noch ein bisschen trainieren, weil das müssen wir noch ein bisschen machen. So. Nidoqueen kommt auch noch dazu. Und hier unten tanzt Lovai rum, aber Ovai haben wir ja schon tatsächlich in unserer Liste. Wir haben ja Kokowai als Teammitglied. Hier dürfen Trainer passieren, die Besitzer des Vulkanorns sind. Oh, das ist der Vulkanorn, cool. Dann lasse ich dich vorbei. Ja, und dann fehlt es jetzt noch der letzte Trainer hier oben. Statuen irgendwie noch was finden, was jetzt vielleicht noch mal wichtig sein kann. Ja, aber heute im ersten Teil der Siegestraße, wenn ich ehrlich bin. Hier dürfen noch Trainer was passieren, die Besitz des Erdron sind. Hm, du hast einen Erdron schon erkämpft, cool. Dann lass ich vorbei, die Pokémon Liga wartet auf dich. Und herzlich willkommen auf der Siegestraße, liebe Leute. Die Frage ist, welche Art von Pokémon erwartet uns hier? Ja, die Aufgabe ist ganz einfach. Wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir hier durchkommen. Und ja, es gibt einige Felder, die sie verschieben. Ihr kennt das wahrscheinlich auch aus dem Originalspiel. Ich denke, jeder, der mein Netzwerk kennt und Pokémon kennt, kennt auch Pokémon Rot, Blau, Gelb. Und da war es ja quasi genauso. Die Welt ist ja quasi genauso, nur halt anders aufgebaut. So, gut, dann gehen wir mal rein mit Wuchtstoß. Und lösen diesen ersten Fels mal auf. Ich mache immer nur heute den ersten Teil. So, dann kommen wir mich jetzt hier rüber. Wir haben den ersten Trainer schon. Ich trotze von Selbstvertrauen. Glaubst du, du kannst das mit mir aufnehmen? Dann muss ich gucken tatsächlich. Ich weiß noch nicht, was du für ein Pokémon hast. Ja, hier fehlt wahrscheinlich Stein-Pokémon, Boden-Pokémon, Kampf-Pokémon rumrennen. Das ist wahrscheinlich besser, wenn man lernt, es kommt nämlich ein Gengar, das ist ein Pokémon vom Typ normal. Gehe ich erstmal mit Toxie. So, ich nehme nochmal dieses Kagama. Dieses Kagama mal unter Gift. Schon wieder wechseln. Ja, ich muss es halt alles riskieren. Ich muss halt wechseln. Das ist das Problem, weil ich habe gerade jetzt doch kein Kampf-Pokémon mehr. Ich muss das nicht machen, was ich machen. Was ich umdenken jetzt. Das Problem, ich kann es jetzt natürlich nicht mit dem Ice-Heap einfrieren. Ich muss es jetzt irgendwie hinhalten. Ein bisschen. So, dann gehen wir es mal mit Erdbeben drauf. Alles klar, das ist überlegt. Ich glaube auch nicht, dass es dann schon das Gift komplett wegfällt, oder? So, mal eine Matschwunde. Das begann mal schon mal Geschichte. Kokowai erreicht Level 46. Dieser Floor. Okay. Auch ein weiterer Eintrag. Für unseren Pokédex, weil dieser Floor haben wir auch nicht. Dann haben wir sogar wirklich unser Tod. Nee, Tod haben wir noch nicht. Das andere müssen wir haben. So, dann auf Feuersturm, mach es. Da überleben. Er wird wahrscheinlich überleben, ja. Er wird überleben, okay. Also jetzt packen wir sofort schon mal. Und nochmal Feuersturm. Und damit ist dieser Flur Geschichte.
Willi reicht Level 54. Kabutops 48. Verloren. Oh, der ist überall erscheint. Okay. Na gut, haben wir Tränke wären mir lieber gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe aber noch mal genug. Ich habe ja noch genug. Ich habe ja noch ein paar Top-Tränke da. Ich habe ja wohl gerade ein bisschen eingekauft. So, ja, ich weiß, dass Magma und so ein bisschen trainiert werden müssen. Magma und Kabut und Kokowai müssen auf jeden Fall trainiert werden. So, jetzt habe ich erstmal diesen Ass-Trainer hier. Ich sehne mich nach einem Kampf. Sehnt Sie sich auch nach einem Kampf? So, denn die Zeit für einen Kampf ist gekommen. Ich mache nur die erste Etage fertig jetzt gerade. Dann haben wir das nämlich auch schon mal abgearbeitet. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Du hast jetzt sicher etwas im Titel, oder? Wandler. Ja gut, du wachst dich jetzt im Kokowai, das war mir fast klar. So, dann setze ich nochmal auf Toxin. Ja. Das Blöde ist, dass eine Attacke nicht trifft, aber meine. Dito hat man noch nicht in der Liste. Das hat sich jetzt quasi erledigt. So, dann gehe ich auf. Mache ich den Change auf Magma. Boah, hier wird sich noch eine Attacke wegstecken, definitiv nicht. Ich denke auch nicht, dass es. Ja, ich glaube auch, dass es. So, Feuersturm. Ich versuche mal den 15 zu schwächen. Das reicht nicht ganz. Wir werden beide K.O. gehen. Weil Dito wird durch die durch das Gift sterben. Genau. Wir kriegen 53. Wir brauchen definitiv noch ein Level. Ich muss wahrscheinlich dann eh aufs Screen hoch trainieren. Heilverzüglicher Kampf. Ich dachte ja, hast du das hier verdient? Ach, 10 Evoli übermacht, okay. Bei Gelegenheit würde ich das gerne wiederholen. Cool. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Noch ein paar Sachen. Ja, ich versuche es ein bisschen hoch zu pushen jetzt. Das ist vor allem sehr krass, dass ich jetzt nur die 175 KP halt vor allem auf Level 54 jetzt gerade mache. Energiebombe 5 Stück, dauerhaft die KP. Raichu benötigt sich schon 13 für 1. So, Medizintasche. Ich habe ja noch mal Beleber, das heißt, ich muss mein Magma wieder zurück. Und ja, ich brauche das Problem, Magma und Kokowai brauchen beide Level ohne Ende. Ich denke, ich werde sie beide ausbilden müssen, trainieren müssen. Weil genauso wie auch Kabuto, also ich brauche mindestens Level um die Level 60 für die Pokémon-Liga. Weil sonst werden wir wahrscheinlich ganz große Probleme kriegen mit dem Team. So. Erstmal kriegen wir hier eine weitere TM, und zwar die TM 56 Tarnsteine. Schon eigentlich. Da haben wir noch keins gefangen. Wir haben ja keins, ne? Dann erledigt man das jetzt. Das erste haben wir schon. Weil wir umso mehr Einträge, die wir bekommen, umso besser ist es 463 Erfahrungspunkte. Und ein weiterer Eintrag in den Pokédex. So, die Frage ist, wie viel haben wir jetzt mittlerweile schon? Wir müssten echt einiges haben. Wir haben gesehen 132. Jetzt fehlt auf jeden Fall noch das Turtok. Dann hätten wir 133. Gefangen haben wir 78 mittlerweile.
Turtok fehlt uns noch. Dann fehlt uns hier noch Machomai. Das kriegen wir noch hin. Genauso wie Geowatz. Abra haben wir noch keins, okay. Yugong kriegen wir hin. Austos kriegen wir hin. Gengar kriegen wir in der Pokémon-Liga hin. Nocturne müssten wir hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht, was die 108 ist aus dem Kopf. Uh, 38, 39. Gut, das sind Ammonitas Amoroso. Das ist klar. Hier weiß es auch noch nicht. Und dann geht es irgendwie nicht weiter. Dann, ich denke 144, 45, 46. Ja, das sind die drei legendären Vögel. Arctos, Lavados, Zapdos. Die kriegen wir noch hin im Let's Play. Dragonir und Dragoran kriegen wir noch hin. Dann haben wir 48, 49. Und die 150 ist Mewtwo. Auch das kriegen wir noch hin im Let's Play. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Pokédex komplett voll. So, hier kriegen wir erstmal einen Energiebonbon. Sorry, Onyx, ich habe schon. Und dann nehmen wir unseren Trainer hier noch mit. Das sieht aus, als hätte was drauf. Erstmal dann Kräfte messen. Hast du den Logan? Natürlich ist Kukuwai hier die absolut beschissenste Wahl, die ich hier drücke. Ich muss es halt nehmen, weil ich brauche dann auch die Dings in die KP. Also, ich weiß nicht, ob es reicht, aber den Pokédex war vollständig bekommen, wenn man. Wenn wir die nur gesehen haben. Ich weiß nicht, was wir fangen müssen. Weil, wenn wir so fangen müssen, müssen wir echt noch ein bisschen was tun. Lohnen würden. Starmie haben wir auch schon. Okay, ein Freischub. Sorry, nicht gegangen, aber ich will gleich wieder rein. Let's. Oh, das ist so. Okay, seine Pokémon haben tatsächlich gute Werte. Also zumindest gute initiative Werte. Jawohl, es wird doch paralysiert. Das heißt, es hat sein Wert schon mal weg. Glaube ich zumindest. Ja, damit ist es weg. Geht doch ein Donnerschlag hinterher. Dann ist es down. Magma Archer will 46. Dieser 10 hier. Wenn wir bei Magma sind, kann man das ja direkt mal einsetzen. Gut, dass er seine 12 Pokémon noch 47 hat. Und wir haben noch viele Trainer wahrscheinlich hier. Das heißt, klar, dass wir. Auf jeden Fall noch ein paar Level-Ups kriegen, ja. So, Flammen hoch. Das ist komplett. Giftig. Was hat der was erzählen? Was erzählen? Hier haben wir schon. Ich habe meine Trigaria damals verwickelt. Ah, es fehlt mir eigentlich viele, ne? Ich muss mal rausschreiben, welche Pokémon noch in der Liste fehlen. Halt, ich Level 52. Ja, wir kriegen viele noch in der Arena. Bei den Top 4. Und dann sind es nämlich nicht mehr so viele. Es sind nämlich sogar 18, wenn ich es richtig mitgezählt habe. Die uns noch auf unserer Liste fehlen. Und Abra weiß ich, wo ich es gefangen bekomme. Das ist klar. So. Abra kriegst du nämlich kurz vor Fristen meine City noch in dem Feld da gefangen. Ich glaube, das ist gute 6 oder so. So, erstmal nehme ich diese Hyperwelle mit.
Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder dann mit dem hoffentlich letzten Rest der Siegestraße. Bis dahin und tschüss.